Ich heiße Sophie Rüdiger, ich komme aus Offenbach. Mein Mixtape kommt bald alle. Für alle, die denken, es heißt alle. Es heißt alle. Ja, so sieht's aus, Digga. Wo ich lebe, da willst du nicht wohnen. Krassen Treppen aus Cabo, mach's los. HBF jeden Tag 20 Stunden. Vier sind zum Schlafen, Business mit Inseln. In meiner Straße 80% dicker. Baba Hase, Check up, ich vermittel. Dir ein ganzes, kein Problem. Ich komm mit Jonas und Bilal und rip dich. Also mich, vor 2 Jahren hab ich so angefangen mit Musik, 3 Jahren circa. Und es ging ganz schnell bei mir. Ich habe so 3-4 Songs aufgenommen. Dann habe ich Haftbefehl getroffen und es hat alles direkt geklappt. Ging ruckzuck. Also war nicht diese 4 Jahre lang rappen, 5 Jahre lang rappen, Mixtapes droppen, bis du an einen Deal rankommst. Weißt du, was ich meine? Das war das große Glück. Haftbefehl habe ich kennengelernt bei mir in der Hood, in Nordend. Da, wo ich wohne, Digga. Auf jeden Fall, er ist vorbeigefahren mit einem Jaguar. Und ich habe ihn gesehen, ich habe gerufen, Haftbefehl. Und er ist zufälligerweise auch stehen geblieben, er hatte Bock, ist aus dem Auto noch gestehen, hat gesagt, Jungs, was geht ab? Haben ein Foto geschossen, habe ich ihm erzählt und da war ich so ungefähr bei 4-5 Songs gerade mal aufgenommen. Da habe ich ihm einen davon gezeigt, das war so Trap-Ansätze und jetzt musst du Trap-Ansätze überlegen vor 3 Jahren, wo ich die Szene auf Trap war, weißt du, was ich meine? Ich bin direkt mit Trap reingekommen, das gab mich nicht so. Auf jeden Fall habe ich ihm den Song gezeigt und war direkt, was soll ich sagen, vielleicht nicht begeistert, aber hat was gesehen. Nummern ausgetauscht, check. Und heute bei Generation Aslak, Digga. Ich bring die Musik, ich liefer die ab. Ich will nicht sagen, ihr müsst am Ende entscheiden, ob. Weißt du, was ich meine? Ich bin überzeugt von meiner Musik, aber danach der Endkonsument. Er sagt, ja, es bereichert Deutschrap. Nein, es bereichert nicht Deutschrap. Weißt du, was ich meine? Ich kann jetzt nicht sagen, ich bring bessere Flow, ich bring das. Weißt du, was ich meine? Mit wem wollen wir einen Song machen? Sag mir, Bruder. Mit Notorious B.I.G., Bruder. Aber geht nicht. Geht nicht mehr, Digga. Okay. Aber es wäre schon mein Wunschfeature, Alter. Chillen, Digga. Chillen, Mucke machen. Beats auspacken, Texte schreiben, nachts im Hotel. Vielleicht ein bisschen unterwegs gehen, was essen, trinken. Locker machen auf jeden Fall. Nicht diese Partys. Ist nicht unser Ding. Die Montagne zersägen, Digga, überall. Zu krass. Es macht Spaß. Die Leute rasten aus. Feiern, Digga, was willst du mehr? Wenn das Publikum da ist, wenn die Leute da sind, wenn du vor ausverkauften Hallen spielen darfst, Digga. Das ist Feierabend. Macht Spaß. Ja. Digga, weißt du, was ganz krass ist? Mein erster richtiger Live-Auftritt war einfach auf dem Splash. Und jetzt überleg, wie sehr muss mich Eiko dafür verlieben, damit mein erster Auftritt auf dem Splash ist, Digga. Verstehst du? Wo gibt's sowas, Digga? Weißt du, was ich meine? Du kommst gerade rein, zack, und du spielst einfach auf dem Splash. Brüderlich. Wie großer Bruder und kleiner Bruder. Genauso kannst du dir vorstellen. Ist nicht Label, Boss und Künstler. Weißt du, was ich meine? Familie. Du musst die Leute fragen, Bruder. Die musst du fragen, Bruder. Du musst denen sagen, ey, ist gerechtfertigt, dass ihr diesen Jungen feiert. Das, was ich bekomme, das verdiene ich mir. Habe ich mir hart erarbeitet, Digga. Und ich bin da, um noch härter zu arbeiten, Bruder. Egal welche Zeit. Tags, nachts, morgens. Ich gib Songs, Digga, was ich gemacht habe. Willst du wissen, wie viele Songs ich gemacht habe bis zu meinem Mixtape? Seitdem ich bei iCut bin? Was denkst du? 80. 80 Tracks. Frage. Verstehst du, Digga? Du musst was machen, wenn du was erreichen willst. Du musst Gas geben, trainieren. Manche Leute denken, Rappen ist. Ich schreibe einen 16er, ich nehme den auf und ich bringe eine Hook und ist fertig, weißt du? Aber das ist nicht fertig, Digga. Du musst. Ich will Leute haben bis heute, sie rappen seit 3-4 Jahren und wissen noch immer nicht, welche Stimme sie nutzen müssen, um zu rappen. Weil sie immer noch zu wenig Songs aufgenommen haben. Du brauchst so eine Anzahl an Songs, damit du irgendwas machen kannst. Also ich schaue auf jeden Fall das zweite Video raus, Bruder. Die Single wird heißen Geh nicht in Knast. Das wird die erste richtige Single. Und ich sage, es ist ein Überbrett. Absolut. Aber wirklich ein Überbrett. Allein vom Beat her, von der Atmosphäre, vom Flow. Was? Das ist nicht ein Flow, das sind 10 Flows, Bruder. Kauft mein Mixtape. Dankeschön. 16 Bars.